Moin Leute, herzlich willkommen hier zu Resident Evil 7 Biohazard. Ja, geht direkt gleich los. Mal schauen, was hier so abgeht und was nicht. Eigentlich spiele ich so eine Spiele nicht so gerne. Eigentlich kann ich es überhaupt nicht ab. Aber es wird jetzt so gehypt, das Spiel. Ich habe gedacht, dann muss ich einfach mal für 25 Euros das Spiel kaufen. Dementsprechend fange ich jetzt direkt mal an. Mal schauen, wie die Reise losgeht und sie dann auch irgendwann endet. Ich mache auf einfache normal. Ich glaube normal. So. Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Tschüss. Ethan. Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Okay, kein Problem. Lassen wir es einfach mal. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Das muss ich moralisch machen, glaube ich, anscheinend. So, mal gespannt, wie es weitergeht hier. Hey, hier, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay, Louisiana. Ja, gutes Umsehen. Schöne Gegend, um Horrorfilme zu drehen. Oder Serien. Wie zum Beispiel True Detective Staffel 1. Jetzt ohne Navi gefahren oder was? So, Errungenschaft freigeschaltet, sie lebt, okay. So, nehme ich erstmal meine AK hinten raus und meinen Baseballschläger und Pfefferspray. Dann geht nicht, schade. Vielleicht könnte ich auch was mitnehmen. Da habe ich noch nichts drin, okay. Okay. Habe extra noch neue Treiber geladen, hier alles von Nvidia. Mal schauen, was das gebracht hat. Oder bringt. Da hinten ist das Anwesen schon, okay. Mia finden, okay. V ist dann Spielhinweise, okay. Da mal kurz gucken. Laufen kann ich auch, oder? Ja. Wir was zum Looten haben hier. Looten und Leveln. Okay. Projektvorschlag. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Okay. Schließt sich uns an. Okay. Die sind wohl da auch schon reingegangen, wa? Nimm ihre
Gabe an. Okay. Na gut, wenn es taghell ist, habe ich auch keine Angst. Das ist ja kein Ding hier. Naja, bin ich hart. Bin ich hart. Aber die Sonne geht schon unter. Das ist nicht so schön. Und nochmal klingeln. Und nochmal. Und vielleicht nochmal. Irgendwann ist es bestimmt so nervig, dass jemand rauskommt. Ne, okay, dann doch nicht. Na toll. Hinten war ein Loch im Zaun. Dann gehe ich da, wo man lang war. Hättest du noch falsch rumgemacht. Hätte ich das erste angeschaut, hätte ich gewusst, da kann ich nicht weiter. Alles klar. Na gut, wie gesagt, ich hatte auch Frühschicht, dementsprechend ist nicht viel von mir zu erwarten, was geistige Anstrengung angeht. Nö, nö. Er wundert sich nichts, sagt nichts, mein Charakter, dass er irgendwie einen langlatscht. Wo ist denn der hin? Was flog da neben runter? Ein Rabe? Geier? Nee, was sind das? Raben? Geier? Keine Ahnung. Was ist das? Boah, ein Kunstwerk, würde ich sagen. Hocken? Ne, da bin ich noch nicht durch. So, ja gut, das ist hier mehr oder weniger das Tutorial, ne? Wenn man ein bisschen hier die Steuerung kennenlernt. Jetzt ist es eigentlich gar nicht. Ein Wasserturm, okay. Oh, wie ist das Haus? Was qualmt denn da so? Feuerstelle, okay. Weil das da alleine hinfährt, ist schon mal richtig dämlich, aber gut. Ja. Näher untersuchen. Führerschein. Verkohlt, okay. Inventar. Führerschein und E-Mail von mir, okay. Daraus man anfangen kann, ist fraglich. Reingucken? Kann ich da reingucken? Nee. Um echt zu sein, will ich da eigentlich gar nicht hin. Nö. Jetzt wird's interessant. Okay, ich gehe wieder. Lustiger Effekt. Ne, da will ich nicht rein. Das ist so kacke hart, ey. Weiß auch nicht. Ja super, dann gehe ich da rein und kriege ich gleich bestimmt von einer verpult, das weiß ich auch jetzt schon. Ist alles dunkel, kein Licht an, keine Taschenlampe mit nix. Das kann ja nur Kacke werden hier. Ist denn nirgends so ein Lichtschalter oder so?
Nö. Geht sie wieder raus? Verdammt! Na richtig, verdammt. Du bist lustig, ey. Beziehungsweise, warum ist jetzt die Tür zu, ist die Frage. Nee, Tür bleibt erstmal auf. So, das kennen wir hier aus dem Teaser. Da fehlt mir noch die Zange, die... Normalerweise lag die ja hier. Hier war ja eigentlich so ein Kadaver im Teaser. Da habe ich hier die, den Bolzenschneider, so war das geholt. Aber hier ist gar keiner. Kann man hier auch speichern? Achso, eben war ja Schwerpunkt oben angegeben, ne? Genau. Proteine, was hast du? Was ist das? Verbranntes Foto? Okay. Was? Achso, für den Schlüssel, alles klar. Alles klar. Person, okay. Uiuiuiuiui. Fein, es ist auch geil, ich gehe ins fremde Haus hier rein und durchwühle erstmal alles. Vor allem gehe ich da erstmal rein, also eigentlich nicht so geil. Muss man eben hier kurz was gucken hier. Ich glaube, ich mache gleich einfach den Ton aus. Dann kann ich einfacher spielen. Aber das ist die beste Taktik, glaube ich. So, mal das angucken hier. Noch ein Foto, okay. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Fehlt noch eine Sicherung, alles klar, habe ich jetzt noch nicht da. Drauf spielen ist natürlich sehr schlau. Okay. Na gut, die Gimmicks kennen wir ja vom Teaser. Das ist ja nichts. Gefängnis, okay. Da unten ist ja der Hebel hier. Das schöne Bild der Familie. Und ein Video. Ja, doch nicht. Komisch. Tja, muss ich wohl nach oben gehen, wa? Ich will aber eigentlich gar nicht. Oh, ein Schatten. Cool. Hab ich irgendwas übersehen vielleicht? Nee, ne? Keine Reaktion. Oh, das Video ist da. Gut. Verfallenes Haus. Ja. Erstmal speichern. Ist schon mal sehr gut. Okay, die Dinger sind hier also Speicherpunkte. Okay, gut zu wissen.
Also sonst kann ich hier was aufmachen oder so? Nee, ne? Nö. So, hier haben wir jetzt einen Videorekorder und gucken uns mal das Video an. So, was haben wir denn hier? Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Okay, ja gut, das kennen wir ja aus dem Teaser, wie gesagt. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Mich wundert es ja, dass hier überhaupt noch Strom an dem Haus ist hier. Dass wir eine Versorgung haben, aber gut. Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Das ist okay, er macht mit beiden Händen die Tür auf und wie hält er die Kamera? Oder die am Kopf? Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Andre? Andre! Andre! Fancy, weißt du, wo Andre hin ist? Wo ist er? Keine Ahnung. Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Tja, Andre ist wohl nicht mehr da. Ja, der geht direkt dahin und zieht an dem Hebel. Woher weißt du sowas? Also, soll das ein bisschen bescheuert, ne? Okay, neuer Plan.
Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Da unten steht Andre. Aber das kennt man auch schon aus dem Teaser, wie gesagt. Das kann man schon spielen. Du zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, ist klar. Du zuerst. Duppidu. Was siehst du? Nix, guck dich an. Mach ich irgendwie vorbei? Nee. Ja, das Video war jetzt nichts Neues für mich. Aber macht ja nichts. So, Speichervorgang ist durchgegangen, gerade oben links. Mann! Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal eine Pause einlegen und dann nächstes weiter spielen. Dann bis zum nächsten Vid. Tschüss.